hat's geschafft. Hallo Flo. Moin. Komm mal ran hier. Genau. Räum mal schön hier hin neben mich bei schön. Hallo Leute. Das ist der Flo. Willkommen im Gästeklo. Ja, ich bin froh. Dass du bist hier froh? Der Flo ist froh. Ich hatte schon Angst, als gesagt wurde, du darfst in ein Gästeklo, dass ich erstmal dass ich unter der Dusche warten muss, und hatte Angst, dass irgendwie das Wasser, und dann wird gesagt, nee, du rollst gleich rein. Genau. Und dann war ein Kabel im Weg, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ja, es ist ohne Scheiß, es ist hier ein Handicap. Ich sehe das, Kabelstreckenlinie rum, ja. Der Eingang ist nicht so groß und du musst auf diesen komischen Bürowürfel hier reinrollen. Aber hast du gemeistert. Schön, dass du da bist, lieber Flo. Ja. Der Chat ist auch hier bei uns. Und das ist ziemlich großartig. Wir werden jetzt uns gemeinsam den Solo Star Wars Story Trailer zur Seite nehmen und den erstmal richtig auseinanderpflücken. Oh ja. Und werden hoffentlich ein paar Hinweise geben können, was uns erwarten könnte. Wir wollen uns allerdings nicht unseren Hype wegnehmen lassen, denn ich für meinen Teil zumindest bin mega gehypt und habe einfach nur Lust auf diesen Film. Also ich hatte ein bisschen Angst, weil in den letzten Tagen, ich meine, der kommt schon in 3 Monaten. Mhm. Und dann wurde halt in den letzten Tagen gesagt, so gut, der für Last Jedi kam schon im April, obwohl er im Dezember kam. Der Trailer dann jetzt. Der Trailer, ja. Genau. Und da haben alle halt gesagt, so, boah, ob das vielleicht ein ganz schlechtes Zeichen ist, dass der Trailer noch nicht da ist. Ja. Aber das Ding ist, jetzt kam der Trailer und ich dachte mir, boah, ja, durfte man drauf warten, das war schön. Das ist sehr, sehr gut. Aber zuallererst, bevor wir anfangen, uns den Trailer auseinanderzunehmen und zu analysieren, gibt es den Mr. Buddy, mein Star Wars-Freund, der eine kleine Videobotschaft geschickt hat. Jedes Jahr einen neuen Trailer für einen neuen Star Wars-Film. Noch komme ich nicht drauf klar. Egal, Han Solo, ich habe gerade den Trailer gesehen und den Teaser von letzter Nacht. Ohne jetzt irgendwie gleich zu sagen, das wird das Beste oder das Schlechteste oder was auch immer, wie sich das Internet jetzt gerade verhält. Ich habe Bock drauf. Ich glaube, das wird cool. Wir haben das erste Mal einen Star Wars Film, der sich fast komplett von diesem ganzen Machtgelöt lösen kann und einfach mal eine coole Action-Gangster-Coup-Geschichte erzählen kann, ohne irgendwie wieder zurück zu Skywalker und Vader und Lichtschwertern und Macht und was nicht einem fallen zu müssen. Lando gefällt mir jetzt schon sehr gut, zumindest was sein Auftreten angeht. Han Solo, finde ich, ist wunderbar gecastet. Das letzte Bild im Teaser war schon der Wahnsinn und jetzt hat man auch gesehen, dass er mit mehr als nur seinem Blick überzeugen kann. Was den Rest des Casts angeht, habe ich noch keine Meinung. Ich weiß nicht, was sie tun, ich weiß nicht, wer sie sind, daher ist es da verfrüht, was zu sagen. Ich finde es alles sympathische und fähige Leute, also sehe ich da jetzt erstmal keine kritischen Entscheidungen. Das Redesign des Falken, ich bin gespannt, wie sie es auf das münzen, was wir kennen. Zumal der Falken in Episode 3 mehr aussieht wie heute, als er jetzt in dem neuen Han Solo-Film aussieht. Vielleicht gibt es da einen kleinen Crossover, dass Han Solo nach Coruscant geschickt wird. Na, man weiß ja nicht. Geile Aufnahmen wieder, besonders der Sternzerstörer in dieser Nebelwurst, was auch immer das ist. Neue Schiffe, das heißt, Marcy, du und ich werden uns demnächst wieder neue X-Wing-Schiffchen kaufen dürfen. Und sonst bin ich bin positiv gespannt. Ich bin optimistisch. Ich glaube, das wird cool. Auch wenn ich mich wundere, dass der Bösewicht, Clan-Typ, was auch immer, einen Helm hat, der doch sehr aussieht wie der von Kylo Ren. Guckt euch das nochmal im Pausenbild an. Frame-für-Frame-Analyse kann ich jetzt hier leider gerade nicht abliefern. Das wird gleich der Marcy ganz tapfer machen und ich werde ihn vielleicht im Chat unterstützen. Und ich bin sehr gespannt, Marcy, wenn wir uns dann das nächste Mal ausgiebig mit dem Thema beschäftigen, was da alles noch zutage getragen wird. Euch viel Spaß und bis bald. Sehr, sehr schön. Da sind wir zurück. Vielen Dank, lieber Buddy, für deine Meinung, für deine Einleitung jetzt hier zur Trailer-Analyse. Total super, wie schon der Chat die ganze Zeit deine Nerd-Wand analysiert hat. Und ich kann auf jeden Fall behaupten, es gibt in Buddys Wohnung einiges zu entdecken. Und da wird der ein oder andere Sammler auf jeden Fall sehr neidisch. Eben wurde auch geschrieben Gästeflo, das ist sehr, sehr lustig. Und Flo-Spülung. Großartig, kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal kümmern wir uns um den Star Wars Trailer und wollen hier mal Frame by Frame auseinandernehmen. Wir haben jetzt hier so ein paar Dinge uns rausgesucht, die wir euch zeigen wollen und über die wir mit euch sprechen wollen. Der erste Frame, den man direkt schon sieht,
lässt vermuten, dass der Falke auch mal großartig aussah. wir sehen hier einen sehr frischen Falken und das ist jetzt das Cockpit. Da war ich zuallererst dachte ich, mein allererster Eindruck war, oh, ist das überhaupt der Falke oder ist das ein imperiales Schiff? Weil sowas kennt man ja normalerweise aus dem Star Wars-Universum. Dieses Neue, dieses Glänzende, vor allen Dingen von den imperialen Sachen, von den imperialen Konsolen. Ja. Und gerade vom Millennium Falken nicht, deswegen wirkt es erstmal so fremd. Ich habe auch direkt geguckt, Bilder mir rausgesucht vom Cockpit vom Millennium Falken und direkt nebeneinander gelegt, um zu gucken, ist es das Gleiche? Und es gibt ein paar Unterschiede, aber da kann man auch sagen, es sind einfach 30 Jahre zwischen oder 40 Jahre inzwischen. Deswegen kann das wohl auch der Unterschied sein. Wurde der ein oder andere Knopf ausgetauscht. Da kam man eben gerade zu jemandem, hey, hast du das gesehen? Dieser Knopf ist woanders. Vielleicht ist das gar nicht der Falke. Ja. Aber es ist halt, das ist halt das Schöne, dass man dann bei sowas auf die Suche gehen kann und so Kleinigkeiten findet. Aber ich gehe davon aus, dass es auch das der Millennium Falken ist, weil beide so wollen. Sowohl der TV-Spot als auch der Trailer sind beide eben sehr zeigen als Trailer anfangen. Wäre witzig, wenn es dann so kommt, aber ich glaube nicht. Gehe ich auch fest von aus. Also die Konsole, da gibt es so ein paar so ein paar Knöpfe und ein paar Hebel, die halt sehr charismatisch sind für den Falken. Bei dem nächsten Frame, den wir uns rausgesucht haben, da sehen wir sofort auch Han Solo und Kira, wie sie auf der Flucht sind in einem Autowagen. Ziemlich cool in so einem Speeder. So ein City-Speeder. Da lässt man schon ganz viel Spielraum für Spekulationen, was könnte die Story sein. Also Han Solo auf jeden Fall sehr untypisch, nicht in seiner Lederweste, sondern in einer Lederjacke, ja, sondern genau, so eine weiße Weste. Genau. Die auch so ein bisschen an den Serialen. Ist die Frage, ist das der Flugzeug? Ist das der Akademie entsagt quasi und rausgeflogen? Das wird ja im Trailer so gesagt, dass er sich dem abgewendet hat, um der beste Pilot der Galaxie zu werden. Oder ist es später und es ist eine Verkleidung? Oder es ist eine Verkleidung, genau. Kann auch sein. Also wir sehen auch noch später Dinge aus dem Trailer und aus dem TV-Spot, unter anderem einen Zug. Meine Vermutung ist übrigens, dass es irgendwie auf diesen Zug hinausläuft und dass es da irgendwas gibt, was man überfallen will, was man klauen möchte und so weiter und so fort. Das kann gut sein. Aber das sehen wir dann später. Ich glaube, dass an dieser Stelle finde ich super spannend. Das könnte vielleicht dann auch die Flucht oder das Abhauen aus der Akademie sein. Denn wir sehen in dem nächsten Frame, dass wir hier quasi verfolgt werden und dass das sehr nach einem imperialen Trooper aussieht. Das ist jetzt kein klassischer Stormtrooper, aber irgendwas Imperiales. Das sieht man nämlich, wenn man dann noch einen Frame weitergeht, da sieht man das ein bisschen deutlicher, dass man da diesen charismatischen Helm hat, der im Grunde sehr nach einem Truppler einfach aussieht. Ist wahrscheinlich einfach dieses typische Stormtrooper-Design, dass der Helm einfach gleich ist und das ist einfach eine Sicherheitstruppe von der Akademie oder sowas. Ja, genau. Welche, die kleinen Kinder verprügeln, wenn sie mal Pro-Rebellen sind oder sowas. Finde ich super spannend. Diese Verfolgungsjagd finde ich generell cool. Erinnert da natürlich so ein bisschen an Episode 2, wo dann auch mit einem Gleiter durch Coruscant geflogen wird, eine kleine Verfolgungsjagd. In dem Fall aber wesentlich cooler umgesetzt und einfach nah am Boden. Es ist einfach wie so eine Action-Auto-Jagdverfolgung und ist wesentlich einfach dreckiger und nahbarer und weniger aufgedunsen, wie es in Episode 2 so war. Ja, und das ist auf jeden Fall auch nicht Coruscant, weil dafür sind einfach, man sieht nämlich in dem ersten Frame mit dem Stormtrooper, ich nenne ihn einfach mal Stormtrooper, sieht man nämlich den Himmel. Und das ist auf Coruscant ja doch eher ungewöhnlich, dass man da irgendwie Wolken oder sowas sieht. Ja. Ja gut, in Episode 1, als sie in Coruscant ankommen, da sind sie ziemlich weit oben auf einer Plattform. Genau, aber ich glaube, das hier sieht schon sehr nach Boden aus. Oben ist halt sehr Senatoren und reiche Leute und Han Solo ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht in dieser Ebene. Vielleicht hat er reich geerbt. Kann sein. Vielleicht hat er recht gehabt. Und der Millennium Falke ist gar nicht geklaut worden, sondern ist einfach geschenkt von seinem Vater gewesen. Ja, genau. Man sieht auch beim nächsten Frame auch etwas, was die Theorie bestärkt, dass er reich geerbt hat, weil dann hat er so einen Pelzmantel an. Ja, auf jeden Fall einen dicken Mantel. Der erinnert eher an die Nightwatch aus Game of Thrones. Das heißt, wahrscheinlich ist er da doch eher auch die Eiswelt. Also. Ja, da ist man natürlich erstmal direkt so, oh mein Gott, was ist das für ein Planet? Ist das ein anderer Planet als bei der Verfolgungsjagd zu sehen oder ist das der gleiche? Weil bei der Verfolgungsjagd selbst sieht man im Grunde viele Pfützen und so etwas, es ist alles ein bisschen nass und sowas und kühl vom Grading. Man sieht halt auch weißen, bewölkten Himmel, so wie in dieser Einstellung auch. Es könnte also tatsächlich auf dem gleichen Planeten, auf demselben Planeten stattfinden, diese nächste Szene. Und jetzt ist die große Frage natürlich, bleibt sich
bleiben sich die neuen Star Wars Filme treu, die Disney Filme, und führen jede Menge neue Planeten ein? Oder gehen wir jetzt mal ein paar Schritte zurück und sehen vielleicht jetzt hier Corellia oder sehen wir Alderaan? Das wäre sehr schön. Also Alderaan sah man ja auch kurz in Episode 3, wo es auch diese Schneeberge hat und so weiter und so fort. Da wurde ich direkt dran erinnert. Doch sehr erdähnlich wurde Alderaan da gezeigt. Und das wäre natürlich dann hier auch sehr gut. Du hast eine Stadt, du hast also das Gebirge, den Gletscher. Ja, fände ich schön. Ihr könnt übrigens parallel, wir sind jetzt ja auch im Livestream, wenn ihr das auf YouTube seht, gerne auch eure Meinung dazu irgendwie schreiben und wir gehen dann darauf ein, falls ihr andere Eindrücke habt und so weiter und so. Charismatischer Helm. Naja, schon ist das also dieser ich weiß nicht, ist charismatisch das richtige Wort, aber wenn etwas prägnant, auf jeden Fall so diese typischen Stormtrooper-Helme, die sieht man da schon sehr, sehr deutlich. Charismatisch, weil er das Imperium cool findet, ist natürlich auch möglich. Der nächste Frame ist ebenfalls sehr weiß. Und zwar sieht man einen Gang aus dem Millennium Falcon. Ist es aus dem Millennium Falcon? Ich gehe davon aus. So weiß. So ungewohnt weiß. Ich gehe davon aus, dass das ein Falcon ist und dass man ihn sieht, wie er einmal aussah. So schön sauber. Und ähnlich wie Buddy freue ich mich darauf, diese Entwicklung zu sehen. Vielleicht sieht man die ja schon zum Teil in dem Film, das wäre natürlich wie das Ding immer mehr auseinanderfällt und immer provisorisch da zusammengehalten werden muss. Fände ich irgendwie cool. Da sieht man auf jeden Fall einen Gang, ob es jetzt im Falcon ist oder nicht, der strahlend weiß ist und noch recht neu aussieht. Bin ich gespannt, ob das tatsächlich ist. Ich bin davon überzeugt, dass es der Falke ist. Aber das werden wir alles dann im Film sehen. Wie gesagt, ich sage an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich, es könnten mögliche Spoiler hier besprochen werden. Wir wissen allerdings nicht, was also im Film zu sehen sein wird. Das ist alles rein spekulativ. Die Analyse ist quasi spoilerfrei, aber keine Garantie, dass ich doch aus Versehen was Richtiges gesagt wurde. Es kann ja ein Spoiler werden auf einmal. Der nächste Frame ist super spannend. Man sieht quasi, es sieht aus wie eine Insel. Man sieht auf jeden Fall Meer. Die sind am Meer, viel Wasser. Ja. Und man sieht diese Steinpyramiden, die offensichtlich irgendwie gebaut wurden. Die sind auch verziert. Jetzt auf unseren Ausdruck kann man das schlecht sehen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die auch so verziert sind. Und man sieht da im Grunde Beckett, wie er mit Han Solo spricht und wahrscheinlich rekrutiert für sein Vorhaben. Genau, Beckett ist ist gespielt von Woody Harrelson. Sehr gute Wahl. Und scheint wohl eine Art Mentor oder zumindest Bandenchef oder sowas zu sein. Oder um an Ocean's 11 dran zu erinnern, der Danny Ocean quasi von diesem Team, der einfach alle zusammengesucht und einen Plan hat. Und ohne viel zu spoilern, oder ich gehe einfach mal davon aus, dass er von Han Solo über den Tisch gezogen wird. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen, dass Han Solo am Ende einfach wegfliegt und alle sagen so, ey, was soll das? Da haben wir übrigens gleich, kommen wir dazu, nämlich eine Theorie dazu, die aus den aktuellen Comics rührt. Ja, das stimmt. Darüber werden wir gleich mal ein bisschen sprechen wollen. Da gehen wir jetzt gleich ein bisschen näher drauf ein. Also da, was im Trailer gesagt wird, ist, dass er im Grunde eine Gruppierung formieren möchte. Genau. Er möchte ein Team zusammenstellen. Ein Team zusammenstellen, die offensichtlich einen Auftrag haben. Ja. Und ich stelle mir das so vor, dass er quasi sich aus, also wie es auch in den Comics so oft gang und gäbe war, wenn man sich eine Crew zusammenstellt für sein Schiff. Ja. Das ist ja im Grunde so ein bisschen so dieses Piratending. Ne? Man hat ein Schiff und man braucht jetzt eine Crew, um das Schiff zu fliegen oder einen Auftrag zu erfüllen. Und er stellt jetzt so quasi so sein Team zusammen. Und die haben offensichtlich, wollen die irgendwas Mieses machen, irgendwas Schwieriges machen und brauchen dafür quasi ein Team von abgefahrenen Experten wie Han Solo und Spock. Oder von welchen, die von unverbrannten Anfängern, weil die anderen auch zu groß sind. Ja, weil die zu dumm sind, sich mit dem Imperium anzulegen. Ja. Kann ja auch sein. Also ich gehe auch ein bisschen, wie gesagt, ich denke ja, dass es auf diesen Zug hinausläuft, den man in dem TV-Spot sieht. Wo es einen Kampf drauf gab. Wo es einen Kampf drauf gab, mit einer Person, die wir gleich auch noch uns anschauen werden. Dass das vielleicht ein imperialer Zug ist, der überfallen wird und so. Bei dieser Stelle habe ich mich übrigens sehr an Shadows of the Empire erinnert gefühlt. Das Spiel damals für den N64 und für den PC. Ja. Wo man dann mit der Outrider landet und dann im Grunde auch auf einem Zug startet und die ganze Zeit sich von Anhänger zu Anhänger und am Ende gegen IG-88 kämpft. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast. Ich hab's mal angespielt, aber ich hab's nicht wirklich mehr in Erinnerung. Cooler Titel, unfassbar beknacktes Level, super, super schwierig aufgrund der Steuerung, aber geile Atmosphäre. Und bei diesem Zug habe ich mich direkt daran erinnert gefühlt. Wird damit überhaupt nichts zu tun haben, noch nicht mal ansatzweise, aber sehr spannend. Der nächste Frame ist ebenfalls sehr spannend. Da sehen wir nochmal Kira in einem etwas adeligeren Outfit. Sehr, sehr aufregend, vor allen Dingen, weil wir dazu eine kleine Theorie haben. Zwar den Ursprung.
Genau, es gibt nämlich, in den Comics, die auch zu dem aktuellen Kanon zugehören, kommt ein Charakter vor, der sich selbst als Han Solos Frau bezeichnet. Und die erzählt eine Geschichte, wie die sich getrennt haben, beziehungsweise warum sie jetzt inzwischen Han Solo hasst. Und da erzählt sie von einem Auftrag, den sie gemeinsam hatten. Da haben sie ein Casino ausgeraubt. Und im Zuge dessen hat Han Solo auch die Prinzessin, also die Tochter eines Sultans von einem Planeten, von einem Casino-Planeten, quasi verführt und sie ausgenutzt, um am Ende dann mit dem gesamten Geld abzuhauen. Und hat dabei auch seine, Frau über den Tisch gezogen. Und das fände ich sehr interessant, weil dieser Charakter, kommen wir gleich nochmal zu, aber wenn Kira jetzt auch eine Adlige wäre, wäre das schon interessant, so einen Bezug auf die Comics, weil die sind ja auch Kanon und die Filme sollen ja auch alle Kanon sein. Und wenn man da sich dann irgendwie Inspiration geholt hätte, fände ich sehr spannend. Auf jeden Fall gibt es dafür einen Charakter, der gleich kommt, noch eine viel deutlichere Ähnlichkeit. Genau. Was jetzt hier ist, ich kann mir vorstellen, habe ich mal so ein bisschen recherchiert, mir die Charaktere angeschaut und Kira erinnert mich da an Brya Tharan, die ist aus dem Roman, den Roman muss ich ablesen, The Paradise Snare. Ich bin ja so lesefaul und ich halt immer die Comics und nicht die Romane. Da geht es aber darum, das ist nämlich eine Anhängerin des Widerstands auf Corellia gegen das Imperium. Das würde schon, zum Beispiel schon mal passen, Han Solo kommt auch von Corellia. Und es ist so, dass in diesem Buch sie Han Solo aus der Sklaverei befreit. Okay. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht, wenn das davon inspiriert sein sollte, dass man diese Verfolgungsjagd, dass sie vielleicht Han Solo da rausverholfen hat, kann ja auch sein. Und dass dann damit so diese Storyline so ein bisschen aufgegriffen wird. Die sind dann auch kurzzeitig, haben die so ein bisschen Liebschaften, die so rum in dem Roman. Und das könnte da halt auch dann quasi verarbeitet werden. Ja. Finde ich spannend, vor allen Dingen, weil sie halt auch wieder ein sehr artiges Auftreten hat und so, zumindest in dieser einen Szene sehe ich da. Genau, Kira, warum schreibt man es so? Ich glaube, Schreibweise von Star Wars-Namen sind sollte man nicht so. Die sind einfach so. Das ist die Sprache. Aber wenn sie adelig ist und die was gemeinsam hatten, dann hat Han Solo auf jeden Fall was für Prinzessinnen. Er wird auf jeden Fall auf seine Beziehung mit Leia vorbereitet. Auf jeden Fall. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also wenn das tatsächlich so wäre und man so ein Muster in Han Solos Jagdverhalten sehen könnte, dass er halt einfach auf Prinzessinnen steht. Ja. So. Gut, ihr habt Geld. Ich habe kein Geld, also warum nicht? Wisst ihr, wer noch immer mal Geld hat und mal nicht? Lando Calrissian. Oh ja, das stimmt. Der nächste Frame ist das und man sieht einen unfassbar starken Lando Calrissian. Dieses charismatische Grinsen, das hat mich auch direkt überzeugt. Also ist großartig, oder? Auf jeden Fall. Er ist ein sehr, 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 sehr starker Lando Calrissian und macht jetzt schon an den wenigen Stellen, an denen man ihn gesehen hat, macht er mir sehr viel Spaß. Und dieser Frame ist, den könnte ich mir vorstellen, das ist die Sekunde, bevor er den Millennium Falcon verliert. Er denkt, er hat die gewinnende Hand und hat dieses Grinsen drauf. Und dann zeigt Han Solo seine... und der Falke. Das ist nämlich auch so in dem Spot, das sehen wir später auch nochmal deutlicher. Man sieht Lando Calrissian mal am Steuer und man sieht später Han Solo am Steuer. Ja. Das könnte also ein Zeichen darauf sein, dass man sieht in dem Film, wie der Falke in einer schönen Runde Sabak oder ähnliches an Han Solo verspielt wird. Das wäre auch sehr schön, wenn der Auftrag am Anfang das Stehlen des Millennium Falken wäre und der Millennium Falke quasi immer wie man anders gehört, während des ganzen Films durch 5 oder 6 Hände geht. Das fände ich auch sehr schön. Der nächste Frame unterstreicht so ein bisschen deine Theorie, die du hast. Genau. Und zwar heißt der Charakter Senna's Starus? Der Comic-Charakter. Der Filmcharakter hat noch keinen Namen. Ich habe gegoogelt bei IMDb. Wird noch geheim gehalten. Genau, wird noch geheim gehalten. Und dementsprechend gibt es da die wildesten Theorien. Und meine Theorie ist eben, dass es die sogenannte Frau von Han Solo ist. Die du eben beschrieben hast. Genau, ne? Die ich eben beschrieben habe. Die ist nämlich auch in den Comics, das sehen wir im nächsten Frame auch so dargestellt. Die Haare sind ähnlich, der Blaster ist da. Einziger Unterschied ist, sie hat keine Schläuche an den Armen. Aber das wäre natürlich sehr spannend, wenn man da, weil das wäre zum Beispiel bei Star Wars der erste Charakter, der in den Comics erschaffen wurde und in die Filme kommen würde. Ist super, super spannend und das ist auch so ein bisschen so ein Indiz dafür, gerade dass ihr Name nicht genannt wird, dass es diesmal kein neuer Charakter ist, sondern dass es ein bestehender ist, der dann eingeführt wird. Und dass natürlich
ihr Comic-Dasein dann schnell recherchierbar ist und man vielleicht so Inhalt aus dem Film bekommt. Also da finde ich deine Theorie sehr, sehr spannend und sehr aufregend, dass du da direkt so die Verbindung gesehen hast. Ich meine, optisch sehen sie sich schon mal sehr ähnlich, das kann man nicht bestreiten. Wir können ja vielleicht nochmal kurz zurückskippen zu dem Frame davor und dann kann man nochmal den direkten Vergleich sehen. Und dieser Umhang, den man auf dem Comic-Bild sieht, der könnte auch natürlich diese Schläuche verdecken ohne Probleme. Ich weiß nicht, ich hab den Comic, den habe ich sogar tatsächlich gelesen, aber ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie sie da die ganze Zeit aussah. Ich meine, ganze Zeit den Umhang sich verdeckt. Also bei mir ist es auch schon ein bisschen her, weil das kam ja 2015, kam der schon raus. Ich meine aber, sie hat die ganze Zeit diesen Umhang um. Das kann sein. So eine Art Poncho ist das, und glaube ich. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Springen wir jetzt mal zwei Frames nach vorne, umgehen diesen Comic-Ausschnitt und sehen jetzt hier Han Solo in einem sehr epischen Shot. Für mich könnte das die Sabak-Szene in einer Spelunke sein. Vielleicht sogar der Ort, an dem der Millennium Falcon gewonnen wird. Das wäre sehr schön, ja. Das wäre sehr schön, wenn wir das in dem Film sehen. Epischer Schuss von ihm. Er steht halt quasi vor einer Lichtquelle, man sieht seine Silhouette. Ist ein geiles Bild, funktioniert einfach jedes Mal wieder. Sehr, sehr cool. Wir springen noch einen weiter. Oder hast du zu dem noch was gesagt? Nee, das ist einfach ein cooler Shot. Jetzt sehen wir nochmal, sind wir zurück auf dem Schneeplaneten, auf diesem Schneeberg, wo offensichtlich die Rekrutierung stattfindet. Genau, da sehen wir auf jeden Fall, dass Han Solo auch in dem ersten Shot wahrscheinlich nicht alleine ist, sondern dass auch die anderen da sind, dass einfach nur einer ist, wo er gerade ein bisschen sinniert über den Auftrag. Aber hier sieht man auch, dass Chewbacca auf jeden Fall auch dabei ist. Chewbacca ist mit am Start, finde ich sehr, sehr großartig, dass er da schon direkt am Start ist. Vielleicht sieht man die Szene, also bei Star Wars Legends war es so, ich bin mir gar nicht 100% sicher, ob das mittlerweile schon wieder ins Kanon geholt wurde oder eine andere Geschichte ins Kanon geholt wurde, ich glaube nämlich nicht. Es ist ja eigentlich so, dass Chewbacca in der Sklaverei war und dass Han Solo ihn befreit hat und dass daraufhin Chewbacca seine Lebensschuld bei Han Solo hat und ihn deswegen begleitet die ganze Zeit. Das wäre ja beinahe anders geworden, denn es gab erste Pläne für Episode 3, wo Han Solo als Junge auf Kashyyyk gezeigt werden sollte und von Chewbacca als Ziehsohn aufgezogen wurde. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Oh mein Gott. Das wurde, please no. Das war, das. Vielleicht sehen wir in dem Solo-Film quasi den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Einer wunderbaren Freundschaft. Das wäre sehr schön. Mit viel Filz und Fell. Weiter geht's mit einer nächsten Cockpit-Szene. Hier sieht man nämlich, wie der Falke offensichtlich noch zu Lando Calrissian gehört und seine Co-Piloten, einen Droiden, mit einer sehr coolen Geste, die beiden sich zuspielen. Man nimmt beide ziemlich gleichzeitig sehr, 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 sehr cool gemacht. Die Szene haben wir auf jeden Fall aufgefasst, wenn wir jetzt noch einen weiterspringen, dass man da schon sieht, dass die alle gemeinsam im Cockpit sind und Han Solo Beifahrer ist. In Lichtgeschwindigkeit springen. Genau, und Lando auf jeden Fall im Cockpit das Sagen hat. Ich finde es unfassbar, wir müssen mal kurz innehalten, um das Design uns anzuschauen, dass ich mag so sehr gerne dieses typische 80er Jahre Science-Fiction, diesen 80er Jahre Science-Fiction-Look, späte 70er, frühe 80er, so dieses klobige, diese klobigen Knöpfe, diese blinkenden Lichter, finde ich großartig. Das diese Hebel überall an jeder Stelle, finde ich, ist sehr gelungen. Und da sieht man einfach nochmal das Ganze sehr, sehr deutlich und in mehreren Einstellungen hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja. Finde ich großartig. Den nächsten Frame haben wir tatsächlich gewählt, weil er einfach cool aussieht. Der zeigt ein komplett anderes Bild als der vorherige Trailer. Der ist nämlich ziemlich dreckig und dieses Düstere und an sich schon so ein Halunkenfilm. Und dann sieht man einfach diesen Glanz, dieses Alien, was in einem Glas lebt. Stark, oder? Eine Sängerin, die nicht CGI ist. Einfach schön. Also ist offensichtlich, vielleicht ist das eine Casino-Szene. Es sieht auf jeden Fall gehoben aus. Es sieht nicht aus wie irgendeine Kantina oder so. Nee. Wo wir normalerweise diese Gesangsszenen bislang präsentiert bekommen haben. Erinnert ein bisschen an die Casino-Welt aus Star Wars Episode 8. Ist ein bisschen, hoffentlich ist nicht exakt die gleiche. Das wäre blöd, wenn es dieselbe Welt ist. Hier sehen wir aber eine Szene, Casino wissen wir nicht, die auf jeden Fall auf Wohlstand hinweist. Ja, also unterstreiche da vielleicht nochmal deine Theorie von der. Auf Wiedersehen, Lena. Lena macht Feierabend. Möchtest du kurz winken, Lena? Beim Talent Talk ist das Großartige, dass man immer sieht, wenn Leute Feier machen. Lena macht gerade Feierabend. Auf Wiedersehen, Lena. Tschüss.
Guter Heimfahrt. Dass offensichtlich hier auch Wohlstand ist, ja. Und dass es keine Kantine ist, und unterstreicht, wie gesagt, noch einmal deine Theorie, die du hast, dass ein Casino ausgeraubt werden sollte. Und dass da dann auch einiges passiert. Für alle, für die der Film dadurch kaputt gemacht wird, falls das Casino wirklich ausgeraubt wird, entschuldige ich mich schon mal. Ja, wie gesagt, also wir haben ja eigentlich gesagt, Spoilerwarnung, mögliche Richtig. Spoiler können passieren. Wir wollen natürlich da keine Gewähr für übernehmen. Und dann kommen wir wieder zu einem ziemlich epischen Shot. Das ist das ursprüngliche Star Wars. Ist halt im Grunde irgendwie so ein bisschen so ein Weltraum-Western. Es ist dreckig. Und jetzt sieht man nochmal diese typische Western-Einstellung. Han Solo mit seinem Blaster stellt sich gegenüber einer Gruppe von Kopfgeldjägern, Fragezeichen, Mandalorianern, Fragezeichen, die alle vermummt sind mit ihren Waffen. Vibro-Klingen haben sie dabei. Ja. Also für mich, der ein oder andere winkt, dass es auf jeden Fall Mandalorianer sein könnten. Du hast es gesagt, Buddy hat es eben gesagt, dass auf jeden Fall die Maske des offensichtlichen Anführers, den wir in dem nächsten Frame sehen werden, ein bisschen an Kylo Ren erinnert. Auf jeden Fall eine coole Zusammenstellung von dieser Truppe. Wie gesagt, ich vermute, dass es Mandalorianer sein könnten. Was ich ja als Spaß gesagt hatte, was ich aber trotzdem raushauen möchte, falls es kommt, ja. Und nicht dann hinterher zu sagen, ja, ich hab's mir gedacht, dass eventuell eine Anspielung auf die Knights of Ren sind, ist es sehr weit hergeholt, aber einfach nur aufgrund der Ähnlichkeit der Maske. Das fände ich sehr interessant, weil dadurch dann auch ein bisschen Rian Johnson rausgenommen würde aus der Pflicht, weil er dann sagen könnte, ja, ich wusste ja, dass im Solo-Film da drauf angespielt wird. Aber, Ich lese gerade so ein bisschen den Chat mit, das ist toll, dass ihr so miträtselt und auch Dinge schreibt, die ihr irgendwie analysiert. Ich werde mir das alles gleich nochmal ganz genau und in Ruhe durchlesen. Finde ich super spannend, was ihr so von euch gebt. Gerne weiter so, Leute, gerne weiter so. Wir schauen uns den nächsten Frame an. Jetzt wird wieder ein bisschen sehr deutlich spekuliert. Wir sehen hier, das sieht man im Bewegtbild deutlicher als bei diesem Standbild, dass offensichtlich unten links etwas abgeschleppt wird. Es könnte ein Waggon von dem Zug sein. Es könnte allerdings auch, das sehen wir später auf einem späteren Bild, dass der Falke offensichtlich noch etwas Ladefläche vorne dran hat. Man hat ja sonst dieses typische, diesen Zacken, diese Ausbuchtung. Ja. Und die ist in dem Falken aus dem Trailer, ist das nicht. Es könnte also quasi eine Art Containerplatz sein, der da vorne dran hängt. Und das könnte auch zum Beispiel etwas, was gegen Ende des Films dann abgekoppelt wird vom Falken. Vielleicht ist das Diebesgut, was dann da drin ist, und dann wird er wieder zurückgestohlen. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Es könnte allerdings sein, dass das halt quasi das Stück ist vom Falken, was jetzt noch dran ist und später fehlt. Ja, das sieht man auch später nochmal auf den Bildern, die wir gleich noch zeigen. Genau. Dann ein Bild weiter ist ein unfassbar großartiges Bild. Man sieht es hier auf unserem Ausdruck leider nicht so deutlich, weil es sehr dunkel ist, aber man sieht hier einen, das ist das Bild mit dem Sternzerstörer, ne? Ja, ich glaube schon. In dem Wirbel. Der Falke wird verfolgt von Imperialen, und dieser Schuss ist so episch, und meine Vermutung ist, dass wir hier eventuell den Kessel ransehen können. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall sehr schön, den Kessel Run im Film zu sehen. Ja, einfach wirklich, um dann auch, dass vielleicht im Film erklärt wird, warum denn Parsec genannt wird. Genau, da gibt es nämlich Theorien. Also bei Legends gibt es eine Antwort. Es gibt Hinweise im Kanon. Ja. Da bin ich gespannt, für welche Lösung sie sich jetzt letztendlich entscheiden und ob das jetzt aufgeklärt wird. Aber ohne Scheiß, zieht euch dieses Bild rein. Das ist sowas von ein 1A Wallpaper. Ja, auf jeden Ohne Fall. Scheiß. Ich liebe es. Hier sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher. Schau, Tammy, es ist so schön, unfassbar fett. Ich freue mich auf diese Szene im Film. Wenn wir jetzt nämlich mal weitergehen, dann sehen wir nämlich eine anschließende Szene mit einem neuen TIE Fighter oder einem, wie du so schön sagst, nein, ein alter TIE Fighter, weil das Film ja recht früh spielt. Das ist ein junges Imperium, und man sieht einen neuen TIE Jäger. Mein allererster Eindruck, sag ich ganz ehrlich, mein allererster Eindruck war negativ. Ich hab mir den irgendwie angeschaut. Ich habe mir den heute Morgen, habe ich mir den TV-Spot, habe ich mir im Halbschlaf auf meinem Handy angeschaut, weil ich nicht warten konnte. Ich habe halt überlegt, werde ich erstmal wach oder schaue ich mir direkt den Trailer an? Natürlich musste ich mir direkt den TV-Spot, nicht den Trailer anschauen. Und dachte erstmal so, okay, weiß nicht, muss das sein? Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut, und umso öfter ich dieses Schiff sehe, umso besser gefällt er mir. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen.
ob sie dann einfach nochmal so die üblichen bringen und dann wäre ich wär zufrieden gewesen. Aber ich freue mich trotzdem, dass irgendwie ein neues Schiff eingeführt wird. Das Problem ist ja immer bei so Prequels oder bei so welchen, die vorher spielen, da neue Sachen reinzubringen, halt immer die Frage, wo sind die denn jetzt bei den anderen Filmen gewesen? Finde ich auch immer sehr schwierig, aber ich muss gestehen, ich habe den erst, als du mich darauf hingewiesen hast, dass es ein anderer ist, ist mir aufgefallen, weil ich in dem Film oder in der Szene einfach komplett von diesem Wirbelsturm und dem Sternzerstörer in der Mitte des Wirbelsturms einfach beeindruckt war. Modellbau RD schreibt gerade, sieht aus wie eine Vorversion vom TIE Bomber. Das ist natürlich auch das Spannende, das macht ja Star Wars jetzt mit den fortlaufenden Filmen oder mit den Filmen, die auf einmal vor den gesehenen spielen, sehr gerne, dass man im Grunde verschiedene Entwicklungsstufen von Blastern, von Rüstungen, von Raumschiffen zeigt. Und deswegen natürlich bei der TIE Bomber, der so diese beiden Bubbles hat, das eine als Munitions- und Abschusssystem und das andere als Cockpit, da ist man natürlich schnell dabei und sieht die Parallelen. Deswegen halt spannend, wenn das im Grunde tatsächlich der Vorläufer von einem TIE Bomber ist, bin ich neugierig. Dann ist auch die Frage beantwortet, wo ist er denn dann gewesen? Wo ist denn die Version gewesen? Ist er dann die Frage, wenn es die Vorgänger vom TIE Bomber ist, super erklärt. Übrigens, Buddy, gerade nochmal geht auf die Frage ein, die gerade gesagt wurde, Kessel Run, das Rennen, wo Solo immer sagt, wie schnell der Falk war, beantwortet das richtig, es ist im Grunde kein Rennen gewesen, sondern es ist eine Schmugglerroute, genau, um halt Spice von Kessel wegzuschmuggeln und so weiter und so fort. Und da ging es halt darum, vor dem imperialen Zoll zu fliehen, dem zu entgehen und dann natürlich möglichst schnell dran vorbei zu sein, die schnellste Route für sich zu finden. Die Kürze und je länger die Route ist, desto sicherer ist es, weil man einfach allem auseinanderfliegt. Und Han Solo hat die halt in 12 Parsecs geschafft, was alle anderen vorher nicht geschafft haben. Sagt er ja immer so schön. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Bild. Und da sehen wir, oh mein Gott, Alter, wir haben schon 20 Uhr. Wir müssen hinnehmen. Das ist so schade. Sind nicht mehr viele Bilder. Wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch. Dem sieht man jetzt Chewbacca und Mando, wie sie erschreckt sind von dem, was Han Solo da treibt als Pilot. Genau, das Spannende ist nämlich genau das, dass auf einmal Chewbacca und Han Solo vorne sitzen. Da sieht man nämlich einen Frame weiter. Da sieht man dann Han Solo, wie er neben Chewbacca vorne sitzt. Chewbacca ist der Co-Pilot, genau. Han Solo ist der Pilot. Und das ist da im Grunde das erste Mal, dass man da den Wechsel sieht. Und sehe ich auch, dass die Zusammenhänge aufgrund der Farbe, der Farbwelt, dieses sehr blaue, dass es ein direkter Zusammenhang zu den davor gesehenen Bildern gibt. Dass das halt vielleicht der Kessel Run wird. Wenn man noch einen Frame weitergeht, dann sieht man nochmal eine schöne Szene aus dem ganzen Zusammenhang. Und dann gehen wir nochmal schnell noch eine Szene weiter und dann analysieren wir mal flott den Falken. Und dann seht ihr auch direkt, was ich eben meinte mit da vorne ist noch etwas dran, wo sonst eine Ausbuchtung ist. Ja. Da sieht man jetzt diese beiden Schiffe einmal nebeneinander. Das habe ich eben schnell zusammengeklickt. Einmal den Falken, wie wir ihn aus Episode 4, 5 und 6 kennen und einmal den Falken, wie wir ihn aus dem Solo-Trailer gesehen haben. Da fällt vor allen Dingen halt direkt die Bemalung auf. Das Ding sieht sauberer aus, ordentlicher aus. Das liegt einfach daran, weil er neuer ist. Und man sieht ganz vorne, dass diese Ausbuchtung halt nicht vorhanden ist. Und deswegen halt die Überlegung, ob man bei diesem abschleppenden Ding tatsächlich den Teil von da vorne sehen konnte. Auf dem nächsten sehen wir dann einen schönen Shot von dem ganzen Team, die vorher zusammengestellt wurden. Von unserer lustigen Schmugglerbande. Genau. Sind alle in einem Cockpit vereint, sind gemeinsam unterwegs. Da auch nochmal dieses blaue Grading, also auch da eventuell der direkte Zusammenhang mit dem Kessel Run, wenn das denn ist. Und direkt im nächsten Schuss sieht man nochmal ein großes Weltraumwesen, Fragezeichen, Tentakelmonster, welches sich unseren Helden in den Weg stellt. Szenen aus dem TV-Spot, die jetzt hier drin nicht zu sehen waren, waren unter anderem die Zugszene, dass man den Zug deutlicher sieht. Genau. Und vor allen Dingen den Kampf auf dem Zug. Da weiß man jetzt nicht, ob das unser Mentor ist, der sich da dem vermeintlichen Mandalorianer entgegenstellt oder direkt Solo selbst. Ja, das kann man nicht erkennen. Vielleicht stirbt da der Mentor. Und vielleicht stirbt auch Han Solo. Und wird als Klon wiederbelebt. Und wird als Klon wiederbelebt? Wir wissen es nicht. In Star Wars hat schon alles gegeben. So ist es richtig. Okay, das war im Grunde die Trailer-Analyse. Wir haben noch so ein paar Theorien, so ein paar allgemeine Theorien, die wir mal irgendwie loswerden können. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Brya Saren aus dem Roman The Paradise Snare, vermutlich Kira aus dem Film. Man sieht wahrscheinlich, wie Han Solo Bekanntschaft macht mit Lando und mit Chewbacca. Das wäre cool, wenn man das sagen könnte. Und ein kleines Mini-Detail ist mir noch aufgefallen. Der Mentor spricht Han Solo an mit Hey Kid.
Und so spricht Han Solo in Episode 4 halt Luke an. Also das ist auf jeden Fall ein bleibender Eindruck, den er dann hinterlassen hat. Offensichtlich. Also irgendwie, das sind so Kleinigkeiten, die ich halt unbedingt abfeiern muss. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Finde ich sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben leider so wenig Zeit. Hast du noch irgendwie was du unbedingt sagen möchtest? Nein, gerade nicht. Gerade nicht. Okay. Bewahre ich mir für die Film-Review dann auf. Sehr, sehr gut. Buddy, noch einmal kurz hier abschließen. Ich bin noch unschlüssig, was das Redesign des Falken angeht. In Episode 3 kommt ganz klein am Rande der Falke vor. Er hat zwar die blaue Bemalung, aber trotzdem die Mandibles, die jetzt fehlen. Jetzt ist der Chat weggeklippt. Da es hier schon das Imperium gibt, kann es nicht hinkommen, wenn das Schiff hier so aussieht, es sei denn, das Teil vorne ist detachable. Das kann halt auch sein, dass es einfach irgendwie abnehmbar ist, montierbar ist. Wenn das wirklich ein Ladecontainer ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, könnte ja sein, dass der im Grunde abmachbar ist oder dran machbar, also weiß man halt nicht. Ist alles irgendwie möglich. Außerdem die Frage ist, ob es jetzt im Kanon tatsächlich in Episode 3 der Falke ist oder einfach irgendein anderer YT-1300-Frachter. Weiß man alles nicht. Kann auch gut sein. Spekulation ohne Ende. Wir freuen uns auf den Film. Ist das abschließende Fazit. Flo, vielen Dank für deinen Besuch hier in dieser Folge. Gerne. Es wurde sich gewünscht, dass du die Flo-Spülung machst und bevor du gehst, einmal kurz abziehst. Dann werde ich das doch tun. Möchtest du da einmal drücken? Ich bleib sitzen, okay? Ist das okay? Mach's gut, vielen Dank für deinen Besuch.